gibt es hoffentlich einen Protein-Donut. Du musst es jetzt. Du musst. Ich habe mich so überfressen wegen dir. It's black and white. Servus Leute, was geht eigentlich? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Und irgendwie haben es mir die 24-Stunden-Challenges echt angetan und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen und letztendlich hat mich auch Annabelle auf die Idee gebracht, eine 24 Stunden entscheidet meine Freundin, was ich esse, Challenge aufzunehmen. Wir haben es jetzt 11 Uhr und ab jetzt darf Annabelle 24 Stunden oder beziehungsweise halt einen Tag entscheiden, was ich essen darf oder essen soll oder halt essen muss. Genau, und ich stelle mir es auf jeden Fall ziemlich witzig vor. Und wir haben uns jetzt so schon dazu entschieden, direkt ins Kochen zu fetzen und dann werden wir mal schauen, beziehungsweise Annabelle wird schauen, was ich jetzt zum Frühstück bekomme. Es wird witzig. Aber du musst bedenken, ich bin gerade auf Defi und du musst die Makronährstoffverteilung musst du beachten. So Leute, wir sind jetzt vor dem Kaufland angekommen und die Leute sind schon wieder so am Eskalieren, als ob die Hungersnot ausgebrochen wäre oder so. Versteht keiner. Auf jeden Fall ist der Kauflandparkplatz total überfüllt und deswegen werde ich die große Cam nicht mitnehmen und werde mit der Handycam ein bisschen filmen. Also ich habe gestern ja auf meinem Instagram eine Umfrage gemacht, ob es irgendwelche Vorschläge gibt. Und die allermeisten Vorschläge waren Essiggurken mit Nutella, scharfe Peperoni und Nutella in allen Variationen. Aber ich habe mir bessere Sachen im Bereich. Es geht darum nicht, dass ich das Schlimmste esse, was nur geht. Es geht darum, dass du einfach entscheidest. Du darfst alles entscheiden. Ja. Ja. Ich entscheide. Du darfst schon was Cooles entscheiden. Ja. Ja. Vielleicht. Ich bin dein Freund. Ja. Ja. Warum auch immer. Wir Let's go. Fetzen jetzt. Weil es gerade im Angebot ist, würde ich schon sagen, so eine ganze. Oder schaffst du? Ja, klar schaffe ich das. Ja, das würde ich locker schaffen, so zum Frühstück. Ich bin voll schlecht da drin. Beim Frostschutz. Du willst mich hier nicht umbringen, gell? So, jetzt muss ich mich entscheiden. Wie war das vorher mit der Defi? Ich hab richtig Bock, das mal auszuprobieren. Es geht um mein Essen, ja, nicht um dein Essen. Aber ich muss ja auch was davon haben. Also das ganze Glas. Ja, du musst so. Wie viel Proteine hat es auf 100 Gramm? Wie viel Protein? Ja. 11% auf 100. 11%? Ja. Eiweiß 3,1%. 11% ist ja, beim Zucker. Okay. Ich glaube, das Video eskaliert zum Cheat Day. Blätterteig oder Blätterteig Light? Blätterteig Light. Die Gains müssen gesaved werden. Sandwich. Keine Produktplatzierung an der Stelle. Überhaupt, du musst überall Werbung hinschreiben. Werbung? Burger, Braten. Ja klar gibt's das. Ja, wusste ich nicht. An der Stelle grüße hier raus an Tanzboot. Mühlenmet. Wie kann das sein, dass du die ganze Zeit irgendwie bei der Schokolade rumhängst? Nein, ich habe gerade ein Brötchen gekauft. Okay. Und der ist schon so, ein Brötchen. Das ist nicht alles, was ich dir zum Essen gebe. Ich muss hungern. Weiter geht's. Die Anweisung bekommen, ich soll ein Protein-Riegel einbauen. Ja, weil die Gains müssen halt echt gesaved werden. Das ist wichtig. Ja. Guck mal, ich glaube, du musst auch mal ein paar mehr Protein-Riegel essen. Ich habe den Protein-Riegel ausgesucht. Erdnuss-Karamell, also ich glaube, das ist so ein Snickers-Ding. Okay, vergiss den Kit-Kat. Ich habe ein Ferrero Rocher Eichhörnchen gefunden. Und ich brauche zwei für mich auch noch. Dann haben wir es. Hemmers. Jetzt hast du mich auch gemacht. Nein. Da achtet die Freundin mal wieder auf die Mikros. Die sind natürlich auch wichtig.
eine Tomate. So, anscheinend hat Annabelle einen Plan. Ja. Und zwar habe ich hier den Blätterteig. Endlich da, weil ich habe so einen Hunger. Oha, das ist schon mal cool. Oha, das riecht auch richtig krass. Das sind quasi ganz viele kleine Schokokrosser. Das sieht echt richtig heftig aus. Ohne Spaß. Da hätte ich mir einfach alles zum Essen geben können und du kochst und du backst mir sogar was. Ja, ich backe dir Schokokrosser. Die beste Freundin. Mit Schokoriegel und Nutella und Milky Way Creme. Das ist echt heftig. Ich hoffe, das ist auch cool. So Leute, jetzt kommt der erste Geschmackstest. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was welches ist, deswegen nehme ich jetzt einfach mal irgendeins aus der Mitte. So. Das ist bestimmt das Milky Way. Schon richtig krass. Haben vorher einen Hunger. Die sind echt richtig geil. Wie viel darf ich essen? Alle. Also ich soll jetzt alle essen. Das ist egal. Das ist egal, okay. Also, dann sehen wir uns nachher mit 5 Kilo mehr. Unterwegs. Und weil ich eine gute Freundin bin und ich will, dass mein Freund hungern muss, habe ich ihm einen ausgewogenen Snack mitgenommen. Das war so einen schönen pinken Donut. Da, wo wir jetzt hingehen, da gibt es so einen Arc oder so. Und es sind halt so Klettergerüste und so und auch so krassere für so Fitnesssachen. Und er so, ja, können wir da hingehen, da Bilder machen? Ich möchte, dass du dich auf ein Fitnessgerät legst, setzt, stellst, was weiß ich. Wir sind ja keine Geräte. Ja, egal, was auch immer. Dich kannst auf dich so eine Stange setzen oder was weiß ich. Ja. Und dann einfach mich so hinsetzen und so Donut essen. Es geht darum, dass ich essen soll, was du sagst und nicht machen soll, was du sagst. Aber ist okay. Okay. Mach ich. Okay, gut. Okay. Und ich hoffe, das wird witzig. Es wird witzig. Und dann lade ich noch ein Instagram-Pic mit dem pinken Donut hoch. Let's do this. Ja. Malaga. An der Stange. Jetzt fühlt er sich wieder ganz modelmäßig. Und denkt sich so, boah, wie kommt jetzt am besten mein Bizeps raus? Welcher Bizeps? Ich sag euch eins, ist alles nur Facetune. Alles Facetune. Schaut euch die Laucharme an. Okay, nein. Oh, dieser Hüftschwung. Guck, jetzt ist er schon fertig. Da merkt man halt. Hängt so 2 Minuten rum. 2 Sekunden meine ich. Schon fertig. Ist alles nur Show. Jim Daniels ist fake. Ist fake Daniels. Okay, es reicht. Sorry, ich liebe dich. Jetzt nicht mehr da durch die Kamera rum. Und? Oha, der ist voll gut. Das ist hoffentlich ein Protein-Donut. Auf jeden Fall. Das ist aber echt voll gut. Das schmeckt richtig gut. Freut mich. Hat jetzt keiner gesehen. Ich mach gerade noch ein Video. Mach mal ein Bild. So.
So, also der Donut war auf jeden Fall richtig lecker. Bin jetzt auch schon fertig. Was kriege ich als nächstes zum Essen? Oder was soll ich essen? Ich glaube, als nächstes gehen wir dann wieder nach Hause, oder? Mann? Okay. Oder? Ja. Oder hier in der Stadt. Ich weiß nicht. Kommen wir auf dich drauf an, ob ich was bekomme oder nicht? Ich gucke mal, ob ich was bekomme. Okay. So, Baby. Morgen machen wir ein Video. Meine Kamera geschrottet. Ich halte meine Freundin 24 Stunden davon ab, irgendwelche komischen Sachen zu kaufen. Was für komische Sachen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das sagst du bei jedem einzelnen Ohrring. Das kann ich da nicht entscheiden. Dann kauf alle. Ja, mach das. So, meine Freundin hat mir jetzt einfach ein Double Cheeseburger. Ein Premium Double Cheeseburger gemacht. Ich habe es ein bisschen mit der Kamera festgehalten. Ich werde so einen kleinen Burger Porn machen. Und hier noch Mini. Was stand drauf? Mini-Kroketten? Na, Mini-Röstis. Einfach nur krank. Einfach heftig. Damit man nichts verkommen lässt und für die Mikronährstoffe. Noch Tomaten. Krank, einfach nur heftig, ich hab so Bock, das jetzt zu essen. So Leute, als Nachtisch soll ich jetzt noch diesen Proteinriegel essen, den Annabelle vorher für mich rausgesucht hat. So. Laut Annabelle soll dieser Proteinriegel Snickers-artig sein, anscheinend. Ja, von dem was halt drauf. Weil der mit Erdnuss-Karamell ist und da werde ich mich jetzt mal davon überzeugen, damit natürlich auch die Gains gesaved werden. So eine Scheiße! Warum fokussiert die verfickte Kamera nicht? Die fokussiert schon wieder nicht. Ich rasch komplett. Hast du Geräusch? Die ganze Zeit nur am Schokolade essen. Krieg ich auch Schokolade? Mhm. Wirklich? Das ist wie Ferrero Rocher, nur mit... Geschmackstest von Ferrero Rocher Schokolade. Schmeckt echt richtig... Oh mein Gott, das ist ja krank. Ich sag doch, das ist richtig... Eigentlich richtig dankbar sein für die ganzen tollen Sachen, die ich dir gebe zum Essen. Reicht. Reicht. Du darfst davon so viel essen, wie du willst. Das hast du jetzt gesagt. Die. Leute, wenn ich mal was gönnen wollt, dann kauft Rocher Schokolade. Ist zwar teuer, aber es lohnt sich. So Leute, mich würde jetzt mal echt interessieren, was ihr eurem Freund oder Freundin zum Essen gegeben hättet. Schreibt's mal in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, was ihr auf was für kranke Ideen ihr kommt, weil Annabelle hat es ja jetzt gut gemeint mit mir, also hat coole Sachen mir gemacht und hat sich auch Mühe gegeben und so und danke. Würdet ihr euch auch gerne von mir mal so einen Tag zusammenstellen lassen? Ihr könnt sie buchen. Ja. Annabelles Cooking Service Full Day of Eating. Mhm. Ja. Nur 99,99. Inklusive Essenskosten. Okay, schreibt es in die Kommentare, vergesst nicht. Und dann würde ich sagen, ich weiß ja nicht, was du noch so geplant hast, aber ich denke, wir essen nochmal was, oder? Ja, bestimmt. Okay. Pizza. Pizza. Okay. Pizza. Wir chillen jetzt auf jeden Fall gerade vor der Pizzeria unseres Vertrauens. Nee, nicht unseres Vertrauens. Meines Vertrauens. Ihres Vertrauens. Und warten auf zwei Pizzabrote. Und einmal Pizzabrötchen. Als ich das am Telefon bestellt habe, hat die Frau gedacht, das wäre so meine Vorbestellung. Und jetzt kommt das, was ich eigentlich bestellen will. Ich so, das war's. Danke. Das war's. Oh mein Gott.
Und wir haben uns noch Fische und Hasen angeguckt. Und Hamster. Es juckt keinen. Doch. Nein. Doch. Es interessiert absolut keinen. Und ich habe neue Ohrringe. Wer? Ich. Ich meine, wen juckt's? Okay. Oh. Wir warten gerade auf die Pizza und uns ist langweilig. Und ich habe absolut immer noch keinen Hunger. Ich habe mich so überfressen wegen dir. Tja. Wieso macht man Double Cheeseburger? Ich habe mir auch überlegt, dass ich dir noch so einen Nachtisch-Mitternachts-Snack mache, koch, tue. Da bin ich aber mal gespannt. Ich glaube, so die meisten Leute sagen so, boah, du hast mega die gute Freundin, du musst die warm halten, die kocht und backt für dich. Ich hätte einfach sagen können, geh zur Maggis und hol diese hässlichen Shrimps und einen McRib. Das ekligste, was es beim Maggis gibt. Tanzverbot holt sich freiwillig einen McRib. Wann machen wir die Challenge, ich esse 24 Stunden, was mein Freund sagt? Nie? 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 Ja. Da hätte ich ein paar Ideen. Das mit dem Mitternachtssnack wird nichts. Ich muss morgen in die Sprungbude. Nee. In die Sprungbude nach Filderstadt. In die größte Sprungbude Europas. Ich verlinke euch das Video hier. Auf Annabels Kopf verlinke ich das euch, wenn ich es dann mal geschnitten habe. Da müsst ihr draufklicken. Okay. Du vergisst das sowieso. Ich vergesse das. So, wir sind jetzt da und nein, wir haben es gar nicht übertrieben. Es sind keine 3 Pizzas für 2 Personen. Oh mein, wir müssen da noch mal rein und mehr holen. Baby, geht's nicht darum, was ich esse? Es geht darum, dass ich essen darf. Oh mein Gott, das fühlt sich ja heftig an. Ja, eben. Bitte, bitte. Du bist ja krank. Auf geht's, nicht schwächen. Ich esse nichts mehr. Doch. Ich esse jetzt nichts mehr. Du hast noch 2 Donuts und den Riegel. Das ist deiner. Das ist nicht meine. Das ist gar mit weißer Schokolade. Nein. Doch. Das ist ja Premium. Das ist vor allem Magnum-Riegel. Oh. Ich kann das Video eigentlich umbenennen zum Cheat Day, oder? Doch. 2 Donuts. Du musst die nicht ganz essen. Aber das ist cool. Vorhin rumjammern. Nee, ich kann jetzt nichts essen. Du musst dich nur zum ersten Bissen zwingen und dann machst du wieder Staubsaugermodus. Staubsaugermodus. Geh einfach. Ich komme einfach mit. Doch. Schon geil. Wenn ich mich übergeben muss, du musst dann es hältst jetzt, du meine Haare du musst, zurück. Du musst es jetzt nicht alles essen. Doch. Nein. Du hast gekauft, dann esse ich es jetzt auch. Nicht alles auf einmal. Wie fühlt es sich an, seinen Freund zu mästen? Ich habe gesagt, du musst es jetzt nicht alles auf einmal. Du musst nicht. Das ist schon cool. Und Donut, das ist ja nichts. Der hat ja fast gar keine Kalorien. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr manches Mal einfach so Fressattacken habt. Wo ihr alles esst. Hab sowas nie. Ich mach mal eine Kalorienliste und blende die dann hier oben für euch ein. Mal sehen. Ich schätze 4,5. Schätze ich 4,500 bis 5. Weil am Cheat Day war es schon heftiger. Ja, schätze ich. Aber ich weiß halt, ich werde es nur so geschätzt hinkriegen, diese Liste. Ich weiß gar nicht, wie geil Donuts eigentlich sind. Mhm. Ich glaube, es reicht jetzt. Ja. Oh mein Gott. Zeig. Das ist ja pervers. Mir wird so schlecht, wenn ich dazu gucke. Ich kann mir nur vorstellen, wie schlecht es dir gerade werden. Mhm. Mir geht es relativ gut noch. Du wolltest den gar nicht ganz essen jetzt gerade. So, ich habe jetzt die Kalorien gezählt und es sind tatsächlich 4.500 Kalorien gewesen.
Also ich habe jetzt alles nur so grob abgeschätzt, weil ich habe ja jetzt natürlich nicht alles abgewogen. Das geht noch eigentlich relativ. Weil bei meinem Cheat Day waren es glaube ich 6,5, also noch 2000 Kalorien Unterschied. War auf jeden Fall aber trotzdem richtig, richtig cool. Das ist ja noch nicht vorbei. Ist noch nicht vorbei. So Leute, mir ist gerade aufgefallen, dass mir aggressivst schlecht ist. Ich weiß gar nicht warum, ich kann es mir gar nicht vorstellen, warum mir jetzt gerade so übel ist. Auf jeden Fall werde ich bis morgen um 11 Uhr nichts mehr zu mir nehmen. Nein, safe nicht. Deswegen war es das mit dem Video. Mir ist so kotzübel, das ist nicht mehr normal, ich könnte mich gerade übergeben. So, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall jetzt mal eine positive Bewertung da. Checkt noch mein Instagram aus, checkt Annabels Instagram aus, würde mich auf jeden Fall richtig freuen. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, lasst ein Abo da. Teilt's mit euren Freunden, haut rein und tschüss.